Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Tenpin Bowl mit Leon. Hi. Letztes Mal hatten wir ja 9,5 oder sowas, ne? Habe ich mir ja überlegt als Titel, weil wir halt abbrechen mussten, weil es hier nicht gut ging. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, bei 10. Das ist jetzt 10, oder? Ich glaube, das ist jetzt das 10. Mal. Ja, ich glaube schon. Ist auf jeden Fall lange her. Und ja, wir machen jetzt 4 Spiele für euch, wenn es vom Speicherplatz her passt. 3 davon ganz normal mit unseren eigenen Bällen. Und das 4. Spiel, das machen wir so wie mit Tim das letzte Mal. Er darf sich einen meiner Bälle aussuchen und ich muss mit einem von seinen alten Gammelbällen spielen. Beziehungsweise von meinen alten Gammelbällen, weil es ja meine alten Reaktivbälle sind. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Viel Spaß! Du kannst auch mit meinem Sperrball spielen. Ich werde nicht mit deinem Sperrball spielen. Nope! Okay, oder du kannst die Splits stehen lassen, geht auch. Komisch abgegeben. Du hast gerade genau dasselbe gehabt wie ich vorhin. Das merkst du selber schon, ne? Wenn du den so gerade abgehst. Ja. So, 202 gegen 138. Leon ist heute insgesamt relativ stabil. Ich habe gerade deutlich schlechter gespielt als vor diesem Spiel. Es hat sich gereimt. Warte mal, kurz gucken, ob gleich die Ansicht kommt. Wir haben ja schon ein paar Warmmachspiele gemacht. Da. Ich habe 171 und 157 und er hat 154, 143 und ist 138. Also er ist eigentlich recht solide. Gut, na, Spiel Nummer 2, ne?
falsch abgegeben. War nicht so gut. Ich bin noch mal weg. Naja, zumindest den Zehner hätte ich getroffen. Siehst du das, was ich meine? Ja. Das war gegen die Bahn, der Ball kommt wieder, weil er die richtige Rotation hat. Das musst du dir abgucken. Nicht gut abgegeben, deswegen sah es so scheiße aus. Na, ja, besser. Seht? Gegen die Bahn, wunderschönes Resultat. So, also ich hoffe, man hat das jetzt gesehen, so ein bisschen. Ich versuche gerade Leon darauf zu trimmen, wirklich gegen die Bahn zu spielen. Dasselbe Problem, was ich im Prinzip auch habe. Ich donner den Ball halt auch zu gerade auf die Bahn, weil mein rechter Wurfarm zu weit weg ist von meinem linken Bein beim Abwurf. Ja? Und dadurch passiert das häufig, dass man den Ball zu gerade auf die Bahn donnert und wegen, wie gesagt, Probleme hat, gegen die Bahn zu spielen. Und das üben wir gerade. Das muss er üben. Und ich muss das aber genauso üben. Ich habe da auch Probleme mit. Und ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel Aufnahmezeit noch bleibt. Ich hoffe, wir kriegen noch die letzten beiden Spiele drauf. Falls nicht, tut's mir leid. Dann ist das nächste Spiel das letzte, was ihr seht. Aber vielleicht reicht's ja. Ich höre mal auf zu labern, dann reicht's vielleicht noch. Bis gleich. Oh,
Plan, ja. Schöner Anruf eigentlich. Ja, und diesen Betrieb zu fehlen. Ja, der Winkel war einen Tacken zu knapp. So, ja, das war nichts bei mir, bei Leon auch ein bisschen nicht so, aber dafür war der eine Räumer ganz geil. Aber ja, eine Scheinlupe gesehen, das war schon ein ziemlich witziger Zufall. So, letztes Spiel für euch und wir machen Ball Swap Challenge. Ja. Leon nimmt meinen Phase 3, weil er den sehr mag und ich nehme, glaube ich, hier meinen alten Brunswick. Fräst mir die Fingerkuppen ab, ich muss den blauen nehmen, das geht nicht. Ich kann nicht ein Spiel lang. Nee. Das fräst mir die Finger weg. Hoffe, ihr habt Verständnis dafür.
Zum Glück muss ich das nicht räumen. Gar keine Power hinter. So, 102 zu 141. Sehr interessant, würde ich das mal nennen. Ich dachte mir, ach komm, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, einen Ball einhändig zu werfen, dann muss er es auch machen. Deswegen habe ich den Ball, meinen alten Ball, jetzt mal einhändig geworfen. Und ihr seht, wie viel langsamer der dann ist. Ist doch so süß. Ja, ich bin mit Leon zufrieden. Er war heute recht solide. Ich bin mit mir selber natürlich wie immer nicht zufrieden. Ich meine, ein paar schlechte Spiele, ein paar 150er. Wenn man das letzte jetzt mal abzieht, in der Mitte war ganz okay. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Livestream. Jawohl. Bis dahin, macht's gut, euer Tempelmaster.